Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und ich begrüße dich zum heutigen Yin-Yoga-Video. Yin-Yoga für Trailläufer und Bergwanderer. Diese Sequenz ist speziell für dich, wenn du viel in den Bergen läufst oder wanderst. Und sie dient dazu, die entsprechenden Bereiche deines Körpers zu dehnen, also gerade vor allem die Oberschenkel, Vorderseiten, wenn du viel bergab läufst, aber auch den Po, wenn du viel bergauf läufst und auch den Bereich der Schultern. Schulter und Brust, gerade wenn du sehr viel auch mit Stöcken arbeitest, mit Stöcken den Berg hochläufst, dann sind nachher auch die Schultern so ein bisschen verspannt und ja, diese Sequenz dient eben dazu, gerade diese Bereiche nochmal zu dehnen. Als Hilfsmittel empfehle ich dir, wie immer, eine Yogamatte, eine gefaltete Decke, die du benutzen kannst, ein Bolster oder ein dickes Kissen alternativ und auch ein oder zwei Blöcke, am besten zwei Blöcke, zu benutzen. Ja, und dann starten wir gleich. Wir starten in einer ganz gemütlichen Position, nämlich in der Position des liegenden Schmetterlings. Für den liegenden Schmetterling leg dir gerne ein dickes Kissen oder ein Bolster zurecht und nimm dir zwei Blöcke, die du ganz bequem unter deinen Knien positionieren kannst. Lege dich dann entweder flach auf deinem Rücken ab oder wenn du hier eben etwas Schulteröffnung reinbringen möchtest, dann legst du deinen oberen Brustbereich, die Schultern und den Kopf auf dem Bolster ab. Schau, dass hier wirklich auch dein Nacken, deine Schultern unterstützt sind und du nicht mit dem Kopf nach unten sinkst. Beuge deine Knie und lege deine Fußsohlen aneinander. Lass deine Knie sanft nach außen fallen und wenn du sie noch etwas unterstützen möchtest, dann lege dir gerne zwei Blöcke unter deine Knie oder deine Oberschenkel ab. Schau, dass du dich hier wirklich ganz angenehm einrichtest in der Position. Und dann lass dich hier ganz angenehm und schwer in diese Position hineinsinken. Und atme ganz tief und bewusst durch den Bauch ein und aus. Du kannst deine Arme hier gerne zur Seite ausgebreitet lassen, um hier etwas mehr Öffnung in die Schultern reinzubekommen. Wenn es für dich angenehmer ist, kannst du deine Hände aber auch auf dem Bauch abgelegt lassen. Die Position des liegenden Schmetterlings öffnet deine Hüften, dehnt deine Leisten und deine Beininnenseiten, öffnet deine Schultern, weitet den Brustraum. Das ist eine wunderschöne regenerative Position. Lass dich hier ganz entspannt sinken und genieße diese Dehnung im liegenden Schmetterling. Und dann nimm mir noch so zwei, drei tiefe Atemzüge mehr. Dann löst die Position langsam wieder auf und komm langsam wieder zurück zum Sitzen auf deine Matte. Aus der sitzenden Position kommen wir nun in die Position des Froschs. Lege dir jetzt dazu eine gefaltete Decke quer auf deiner Matte ab
um deine Knie so ein wenig zu unterpolstern. Und dann komme in den Vierfüßlerstand auf deine Matte. Lasse dabei deine Knie so weit wie möglich und angenehm geöffnet. Du kannst hier entweder in den kleinen Frosch kommen, indem du die Zehen aneinander bringst, oder in den großen Frosch, wo du die Füße nach außen drehst. Lass dabei deine Füße geflext und wandere mit deinem Oberkörper nach vorne. Leg deine Stirn sanft auf der Matte oder auf deinen Handrücken ab. Und schau, dass du hier wirklich ganz angenehm in die Position sinken kannst. Dein Po ist etwas über deinen Hüften. Und dann lass dich hier ganz behutsam in diese Position sinken. Nimm hier noch so 2, 3 tiefe Atemzüge und dann löse hier langsam wieder auf, komm langsam aus der Position heraus und setz dich für einen Moment in die Position des Kindes ab, lass deinen Rücken rund werden, leg gerne deine Arme neben deinen Beinen ab, mach dich klein zu einem Päckchen. Und dann bleibe hier für einen Moment in der Haltung des Kindes und spüre hier für einen Moment nach. Aus der Position des Kindes heraus kommen wir nun in die Position des Drachen. Lasse die Decke auf der Matte und stelle dir gegebenenfalls 2 Blöcke ans Ende deiner Matte auf. Komm in den Vierfüßlerstand und setze deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände oder deine Blöcke. Das hintere Bein bleibt am Boden abgelegt und das vordere Bein kannst du entweder so verändern, dass du den Fuß ein bisschen mehr zu dir herannimmst, also unter deinen Körper führst, hast du intensivere Dehnung für die Waden oder den Fuß weiter nach vorne, sodass das Knie etwa über den Fußgelenk steht. Für diese intensivere Wadendehnung mach dir hier keine Sorgen, wenn das Knie über das Fußgelenk zeigt, da wir hier in einer lang gehaltenen statischen Position sind und das Knie hier nicht in Bewegung haben. Schau, dass diese Position sich wirklich gut und angenehm für dich anfühlt, und wenn du sie etwas weniger intensiv machen möchtest, könntest du auch dein hinteres Bein etwas mehr nach vorne bringen, um die Intensität hier etwas rauszunehmen aus der Position. Und dann bleibe hier
Das ist eine wunderschöne Dehnung für deinen Hüftbeuger und in dieser Kombination eben auch eine wunderbare Dehnung für deine Waden. Lass dich hier so ein wenig mit deinem Atem verbinden und dich von deinem Atem durch die Position hindurchführen. Und dann nimm mir noch 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann bleibe noch mit den Knie aufgestellt, aber schieb dich jetzt ein wenig weiter nach hinten, strecke das vordere Bein aus und schieb deine Hüften nach hinten, bis sie über deinem linken Knie stehen. Du kannst hier weiter auf den Blöcken abgestützt bleiben. Der rechte Fuß hebt vom Boden ab, die Ferse liegt auf dem Boden. Und dann lass dich hier entspannt über dein vorderes Bein sinken, das auch leicht angewinkelt sein kann, wenn du zu sehr Spannung hast in den Oberschenkelrückseiten. Und dann atme auch hier ruhig und bewusst durch deine Nase ein und aus. Wirklich eine besonders schöne Position, die hier nochmal die Beinrückseiten wunderbar dehnt. Bleibe hier in der Position und halte. Dann nimm mir noch so 2, 3 tiefe Atemzüge mehr und dann löse diese Position langsam wieder auf. Komm über den Vierfüßlerstand zurück in den herabschauenden Hund. Du kannst gerne deine Hände unter den Blöcken ablegen, bring dein Steißbein nach oben zur Decke, streck die Beine, so dass du mit deinem Körper so ein umgedrehtes V bildest. Du kannst ja gern so ein bisschen walken im Hund, dich so ein bisschen lang machen und dehnen und dann langsam nochmal in den Vierfüßlerstand zurückkommen und wir dann die Seite wechseln. Wir gehen jetzt in den Drachen zur linken Seite, setze deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände oder deine Blöcke. Auch hier kannst du deinen Fuß für diesen Overstepping Dragon, wenn ich mehr unter deinen Körper ziehen, um deine Waden wenig zu dehnen. Schau auch hier, dass deine Hüfte hier angenehm gedehnt ist. Du könntest das hintere Bein auch etwas weiter nach vorne nehmen. Und dann lasse dich hier nochmal ganz entspannt in diese Position sinken und genieße diese Dehnung im Drachen.
zwei, drei Atemzüge. Und dann wechsel vom Drachen langsam in den halben Spagat, in den Hanuman Dragon. Strecke dein vorderes Bein aus, bring den Fuß auf die Ferse und schiebe deine Hüfte nochmal zurück, bis sie über deinem rechten Knie steht. Du kannst auch hier gerne dich auf den Blöcken abgestützt lassen und dich auch gerne hier in so eine Vorbeuge sinken lassen über dein vorderes Bein. Du kannst dann das vordere Bein auch gerne etwas angebeugt lassen, wenn es für deine Beinrückseiten ein wenig angenehmer ist. Alternativ kannst du auch deinen Rücken etwas gestreckt lassen. Und dann lass dich hier ganz bewusst in die Position sinken und genieße diese Dehnung. Und dann nimm hier noch zwei, drei tiefe Atemzüge mehr. Und dann löse die Position langsam wieder auf und komm auch wieder hier an den herabschauenden Hund zurück. Gerne die Hände auf den Blocken abgestützt lassen. Streck deine Beine aus, lass den Rücken lang werden, dein Steißbein zur Decke. Und gern hier für einen Moment so ein bisschen walken, die Knie abwechselnd beugen und strecken und hier nochmal ganz in die Länge kommen. Und dann setz auch hier deine Knie langsam wieder ab und komm zurück auf deine Matte. Komm nun in das schmelzende Herz in der gedrehten Variante. Komme dazu in den Vierfüßlerstand, setz deine Hände unter deinen Schultern auf, die Knie unter den Hüften und beuge deinen rechten Arm und fädle dann linken Arm unter deiner rechten Schulter hindurch. Leg den Kopf sanft auf der Matte ab oder für weniger Intensität kannst du auch einfach den Twist weglassen und deine Stirn auf dem Unterarm ablegen. Du könntest dir hier in der getwisteten Variante auch gerne eine gefaltete Decke, ein Handtuch oder so ein kleines Kissen unter den Kopf legen, um deinen Nacken zu unterstützen. Achte hier in der Position vor allem darauf, dass deine Hüften oberhalb deiner Knie bleiben. Wir verbinden hier eine Dehnung für deinen Rücken mit einer sanften Drehung, so eine wunderbare Mobilisation deines Rückens, so eine Öffnung deiner Körperrückseite. Und dann lass dich hier ganz entspannt sinken. Und genieße diese Dehnung.
zwei, drei Atemzüge mehr. Dann löse die Position wieder auf, komm langsam zurück, stütze dich nochmal mit deiner rechten Hand ab und schieb dich zurück auf deine Fersen in die Position des Kindes. Für einen Moment hier bleiben, bevor du dann langsam wieder zum Seitenwechsel übergehst. Nochmal in den Vierfüßlerstand, beug jetzt deinen linken Arm und fälle deinen rechten Arm unter der linken Schulter hindurch. Auch hier kannst du es dir einfacher machen, indem du deinen Kopf einfach, deine Stirn einfach auf deinen Unterarm ablegst. Oder auch gegebenenfalls in der gedrehten Variante deinen Kopf auf dem Kissen oder an der gefalteten Decke ablegst. Und dann lass dich auch hier ganz entspannt in diese Dehnung sinken. Und dann nimm hier noch so zwei, drei tiefe Atemzüge mehr. Dann löse hier langsam wieder auf, stütze dich mit der linken Hand nochmal ab und setz dich langsam auf deine Fersen zurück. Komm in die Kindeshaltung und bleibe hier für einen kleinen Moment. Dann komme langsam wieder zurück nach oben. Komm nun in die Position des Sattels. Lege dir gern einen Bolster auf deiner Matte ab oder alternativ auch ein dickes Kissen, wo du dich drüber legen kannst. Und dann setze dich in der Heldensitzposition, das heißt, du sitzt zwischen deinen Fersen vor deinem Bolster ab. Gegebenenfalls reicht das auch schon für dich, dass du hier oben bleibst
oder du legst dich weiter nach unten ab, kommst erst auf deine Unterarme, lässt dich dann auf deinen Bolster sinken und denk dran, du kannst den hier auch ein bisschen höher polstern, du könntest dir hier auch so ein kleines Türmchen bauen, dass du ein bisschen höher liegst. Und dann lass entweder deine Arme auf deinem Bauch oder neben deinem Körper und für mehr Dehnung eben in den Armen, in den Schultern, leg hier gerne deine Arme hinter deinem Kopf ab. Du kannst dir auch gerne deine Ellbogen greifen. Und dann lass dich hier ganz entspannt sinken. Wie gesagt, der Sattel ist eine ganz besondere Position für Läufer. Also hier die ganze Körpervorderseite nochmal dehnt, warm verkürzte Hüften. Ja, wirkt auch angenehm auf deine Oberschenkel, Vorderseiten, eine wunderschöne Dehnung, gerade wenn du viel bergab gelaufen bist. Ja, ist auch wunderbar für die Knie, aber hier auch natürlich ein bisschen vorsichtig reinspüren und gegebenenfalls dich auch hier langsam rantasten, indem du vielleicht erstmal ein bisschen weiter oben bleibst. Lass dich hier ganz entspannt sinken und genieße diese Dehnung. Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe Atemzüge mehr. Und um aufzulösen, bring erst so ein bisschen Kraft in deinen Bauch hinein. Komm auf deine Unterarme und stützt dich langsam ab. Der Sattel ist eine Position, wo wir uns so ein bisschen zerbrechlich fühlen, wenn wir da rausgehen. Deshalb lass dir hier gerne etwas Zeit. Räum deine Matte nochmal frei, nimm den Bolster von deiner Matte runter. Und leg dich hier dann für einen Moment in die Rückenlage auf die Matte ab. Bleib entweder in der Rückenlage oder, wenn du möchtest, streckst du die Beine in die Luft, legst die Hände unter den Po und hebst und senkst die Beine ein paar Male. Die Übung des Scharniers, das ist nochmal eine aktivierende Übung. Wunderbare Gegenposition auch für den Sattel. Leg die Beine nochmal ab, die Arme hinter den Kopf und wir kommen jetzt in die Position des liegenden Halbmonds. Aus dieser Rückenlage heraus nimmst du die Arme über deinen Kopf, greifst mit deiner linken Hand das rechte Handgelenk und wanderst hier so ein bisschen zu deiner linken Seite rüber. Und wanderst gleichzeitig auch mit deinen Füßen zu deiner linken Seite bis in deiner rechten Körperseite eine angenehme Dehnung ankommt. Du kannst deine Beine kreuzen oder die Füße nebeneinander abgelegt lassen. Aber schau, dass deine rechte Hüfte hier wirklich auf der Matte bleibt. Dann richte dich hier wirklich so ein, dass du ganz angenehm liegen kannst.
Schau, dass es auch in den Armen sich angenehm anfühlt, dass du hier kein Kribbeln in die Arme bekommst. Das ist eine wunderbare Position, die deine Körperseiten nochmal aufdehnt. Die ganze Körperseite. Und die sind oft verspannt, die Körperseiten. Und wenn sie zu verspannt sind, kann das auch mal zu Beschwerden im Knie führen. Deshalb ist das auch eine ganz besondere Position für Läufer. Und eben durch die Streckung der Arme über den Kopf dehnst du ja gleichzeitig auch nochmal deine Schultern, deine Flanken auf. Das ist auch eine wunderbare Entlastung, wenn du viel mit den Armen gearbeitet hast. Atme nochmal bewusst in deine freie Seite hinein und genieße diese Dehnung. Dann nimm hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann komm langsam für einen Moment zur Mitte zurück, in die Rückenlage, löst nochmal auf. Spüre gerne nochmal nach an der Rückenlage, bevor du dann langsam wieder zur anderen Seite übergehst. Nimm die Arme nochmal über deinen Kopf, greif mit der rechten Hand nur das linke Handgelenk, wander mit deinen Beinen zu deiner rechten Seite rüber und auch mit deinen Armen. Schau, dass deine Hüfte auf der Matte bleibt, deine linke Hüfte. Und gerne kannst du auch hier deine Beine kreuzen oder alternativ einfach die Füße nebeneinander abgelegt lassen. Und dann atme hier nochmal ganz bewusst und entspannt in deine freie linke Körperseite hinein und genieße diese Dehnung.
Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse wieder auf, komm in die Rückenlage zurück und spür hier vom Moment in der Rückenlage nach. Und dann stell langsam deine Beine wieder auf, die Füße wieder auf, komm in die Position des Nadelöhrs, winkel dein rechtes Bein an, lege den Fußknöchel oberhalb des linken Knies ab, lasse den rechten Fuß dabei geflext. Und greife mit deinen Händen unter dein Bein hindurch, sodass du deinen linken Oberschenkel greifst. Und zieh deine Beine hier zu dir heran. Du kannst die Intensität etwas verstärken, indem du dein Schienbein greifst. Aber schau hier, dass deine Hüften wirklich parallel bleiben und dein rechter Fuß so ein bisschen geflext bleibt. Wenn es für deinen Nacken angenehmer ist, kannst du dir auch gerne was unter den Kopf legen, sodass dein Nacken wirklich ganz entspannt liegen kann. Die Position des Nadelöhrs ist wirklich nochmal eine ganz besonders schöne Dehnung der Hüften und vor allem auch der Po-Außenseiten. Gerade wenn du da so ein bisschen Probleme hast mit Piriformis, kann das eine wunderbare Wohltat sein, auch für deinen unteren Rücken. Und lass dich hier ganz entspannt nochmal sinken und genieße hier die Dehnung. Nimm hier noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Löse langsam wieder auf, löse deine Hände, aber bleib hier noch auf der Seite mit gekreuzten Beinen und kreuze jetzt wirklich so das rechte Bein über das linke, dass beide Knie ungefähr übereinander sind, über den liegenden Schnürsenkel und greife gerne mit deinen Händen deine Füße, deine Fußgelenke und zieh deine Beine aber etwas näher an deinen Körper heran. Und atme dabei langsam und tief ein und aus. Ist auch nochmal eine wunderbare Dehnung für die Hüften und die Oberschenkel, Außenseiten. Lass dich hier ganz entspannt sinken und genieße diese Dehnung. Nimm mir noch so 2, 3 tiefe Atemzüge. Und dann löse langsam deine Arme, lass deine Beine hier noch gekreuzt. Wir
beginne jetzt in einen Twist. Versetze dein Becken nun ein wenig zu deiner rechten Mattenseite. Lass die Knie gekreuzt. Gegebenenfalls, wenn es für dich leichter ist, könntest du auch die Knie einfach übereinander legen. Lass den Kopf entgegengesetzt zu deinen Knien. Leg ihn sanft auf der Matte ab. Und lass dich hier nochmal in diesen angenehmen Twist sinken. Das wunderbare Drehung für deinen unteren Rücken. Das wunderbare Dehnung nochmal, den ganzen Faszienbereich im unteren Rücken, Bereich der Wirbelsäule nochmal dehnt. Und hier Verspannungen löst. Auch Verspannungen im Nacken, in den Schultern, wenn du die Arme so ein bisschen ausgebreitet neben deinem Körper hast. Und lass dich ganz entspannt sinken. Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Löse den Knoten aus deinen Beinen, stell deine Füße nochmal auf, versetze das Becken zur Mitte, die Füße etwa mattenweit geöffnet. Und lasse deine Knie an so einer Scheibenwischerposition abwechselnd nach rechts und nach links fallen. Deine Hüften noch mal so ein bisschen zu lockern. Und dann komm noch mal zur Mitte zurück, stell die Füße noch mal auf. Wir gehen in das Nadelöhr zur anderen Seite, winkel das linke Bein an, leg den linken Fußknöchel ober vom rechten Knie ab, lass den linken Fuß geflext und greife mit deinen Händen unter dein Bein hindurch, greif die Oberschenkelrückseite des rechten Beins und zieh die Beine zu dir heran. Achte auch hier darauf, dass dein Nacken wieder ganz entspannt bleibt und der linke Fuß so ein wenig geflext und ein wenig herangezogen bleibt, ohne hier zu viel Spannung reinzugeben. Und dann lass dich hier ganz entspannt in diese Position sinken.
noch so 2, 3 tiefe Atemzüge. Dann löse langsam deine Arme, leg jetzt die Knie noch mal etwas mehr übereinander vor deinen liegenden Schnürsenkel. Greife deine Fußknöchel mit deinen Händen und zieh deine Beine nochmal zu deinem Körper heran. Schau auch hier, dass dein Rücken sich angenehm anfühlt, der Nacken ganz entspannt liegt. Bleibe hier in dieser angenehmen Dehnung für deine Beinaußenseiten. Oh, dass dich hier wirklich ganz entspannt in diese Dehnung sinken. So 2, 3 Atemzüge. Und dann löse langsam deine Arme, lass die Beine noch überkreuz, versetz das Becken ein wenig zur linken Mattenseite und lass deine Knie nach rechts fallen. Auch hier kannst du entweder deine Beine gekreuzt lassen oder die Knie übereinander legen. Leg deinen Kopf hier sanft zur anderen Seite ab, im Gegensatz zu den Knien. Lass die Schultern sanft abgelegt. Und genieße hier die Dehnung für deinen unteren Rücken und deine Wirbelsäule.
und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löse auch diese Position langsam wieder auf, stell die Beine auf, so etwa hüftweit auseinander, lass deine Knie noch für einen Moment nach rechts, nach links fallen, wie so ein Scheibenwischer. Und dann komme in die Rückenlage für die letzte wichtige Position, für die Endentspannung. Lege dich hier sanft auf deinem Rücken ab. Wenn du Probleme mit deinem unteren Rücken hast, kannst du dir auch gerne eine gerollte Decke oder ein Kissen unter deine Knie unterlegen. Hast deine Arme neben deinem Körper abgelegt, den Kopf sanft abgelegt, Schultern sanft auf der Matte. Und dann lass dich hier ganz bewusst sinken in diese Position und genieße für einige Minuten diese angenehme Endentspannung, der Körper nochmal wirklich Zeit hat, nochmal alles zu verarbeiten. Und dann lass dich hier ganz entspannt sinken und genieße diese Entspannung.